Fußballprofis haben viel Einfluss, sind Stars auf Instagram. Was sie in Interviews sagen, saugen ihre Fans auf. Ich würde mir wünschen, dass die Spieler, die Funktionäre, die Trainer Haltung zeigen. Aber bei wichtigen Themen halten sie sich offenbar lieber zurück. The winner is Katar. Ich war meine ganze Karriere lang so vorsichtig, es nur ging. Es soll ja immer der nette, sympathische Spieler sein, der eben halt auch für die Werbung tauglich ist. Regelmäßig kommen hier am Flughafen Särge aus Katar. Sie finden, Schwulsein ist Haram? Ja, es ist Haram. Es ist ein geistiger Schaden. Kurz vor der WM wagen sich manche dann doch vor. Allerdings sehr vorsichtig. Dass die WM nicht nach Katar gehört, das wissen wir, glaube ich, alle. Wir haben uns natürlich dafür entschieden, dieses Statement zu setzen. Die FIFA drohte mit harten Strafen und die europäischen Verbände gaben nach. Warum fällt das Fußballland offenbar so schwer, öffentlich Haltung zu zeigen? Und sollten wir das überhaupt von ihnen einfordern? Wie wollen sie das machen? Zwei Wochen vor der WM spricht Nationalspieler Leon Goretzka scheinbar Klartext. Sauer macht. Was glauben Sie, welche Faktoren waren ausschlaggebend, diese WM an Katar zu vergeben? Ich denke mal, aufgrund der Tradition der Fußballhistorie in dem Land wird es nicht gewesen sein. Ich finde das hier ganz spannend, weil, na klar, impliziert das, dass es andere Gründe hat. Wir alle wissen wahrscheinlich, welche Gründe damit gemeint sind, aber er spricht es nicht aus. Also man könnte einerseits jetzt sagen, es ist total klug formuliert. Andererseits kann man sich aber auch die Frage stellen, warum es selbst einem Profi wie Leon Goretzka, der ja so reflektiert und kritisch ist, dann doch so schwerfällt, einfach klar zu sagen, was er eigentlich denkt. Später befragen wir seinen Medienberater dazu. Erstmal wollen wir aber mit einer seltenen Spezies sprechen, einem Kritiker im Profifußball, der regelmäßig austeilt. Dieses Spinnennetz und diese Lobbyarbeit, die ja seit schon 20 Jahren im Gange ist, trägt ja jetzt Früchte. Die Toten sind ja entstanden, weil sie unter anderem auf einer Baustelle gearbeitet haben, die ein WM-Stadion schafft. In Köln treffen wir Andreas Rettig, den ehemaligen Geschäftsführer der DFL. Vorbildlich. Ja, dann würde ich gut wegkommen auf dem Video. Rettig wird diese WM wohl nicht schauen. Stattdessen nimmt er an Protestaktionen von Kölner Fußballkneipen teil. Und sind Sie dann auch noch bei anderen Kneipen irgendwo? Wie ist das, wenn man im Profifußball als Kritiker gilt? Man wird relativ schnell natürlich auch in die Ecke des Nestbeschmutzers gestellt, gar keine Frage. Aber das treibt mich zumindest noch mehr an. Zuletzt haben Sie auch im Doppelpass sich klar positioniert. Daraufhin hat Herr Hoeneß Sie angerufen vor allen Kameras. Aber ich möchte dem Andreas Rettig, dem König der Scheinheiligen, mal sagen, und das sollten all die Schlaumeier sich mal überlegen, die so unglaublich katastrophal argumentieren wie Sie. Passiert sowas öfters, auch privat? Als ich ein Plädoyer für die Nachhaltigkeit gehalten hatte, hat er mich auch wüst beschimpft und mir Träumerei und fehlenden Realitätssinn vorgeworfen. Also ich kann Herrn Hoeneß und den FC Bayern in Sachen Katar nicht ernst nehmen. Es ist sehr durchsichtig, der Lobbyismus, der hier betrieben wird. Und es ist ja klar, wenn ich hier zweistellige Millionenbeträge jedes Jahr bekomme, so jemand trete ich natürlich nicht vor Schienbein. Was Andreas Rettig meint? Die Nähe des FC Bayern zu Katar. Unter anderem durch das millionenschwere Sponsoring von Qatar Airways. Wir werden das Thema, und das haben wir auch immer gesagt, nach der Fußball-Weltmeisterschaft mit unserem Partner, mit Qatar Airways, wir werden das weiter intensiv besprechen. Jetzt stehen Sie ja fast schon alleine da, möchte man fast sagen, im Profifußball, als jemand, der sich eben so klar äußert. Woran liegt das, dass sich sonst kaum jemand traut, sowas zu sagen? Naja, man muss natürlich das engmaschige und verzweigte System von Abhängigkeiten kennen und wissen. Das heißt, auch was handelnde Personen angeht. Und jemand, der heute vielleicht mit dem Finger auf einen anderen Clubvertreter oder ein anderes System zeigt, der hat vielleicht Sorge, dass er dann übermorgen den Job dort nicht mehr bekommen kann. Welche Verantwortung sieht er bei den Nationalspielern? Ich erwarte von Spielern, die das ganze Jahr über sich vermarkten, die in ihrer Social-Media-Blase von ihren Beratern gesteuert werden, in der ja immer nur die Sonne scheint, erwarte ich dann auch in einer solchen Frage, dass sie sich positionieren. Wenn ein Spieler auch sonst das ganze Jahr über sich in Zurückhaltung übt und sagt, pass mal auf, in erster Linie spiele ich Fußball, dem gestatte ich auch, dass er sich nicht in vorderster Front dann zu diesen Themen äußert. Die meisten Nationalspieler vermarkten sich in sozialen Netzwerken, haben vor allem auf Instagram gigantische Reichweiten.
Mehr als die Hälfte des Teams knackt die Millionenmarke. Thomas Müller hat fast 12 Millionen Follower. 6-mal so viele wie der Bundeskanzler. Noch mehr hat Ersatzkeeper Ter Stegen. Und der nutzt seine Präsenz zum Beispiel für Werbedeals. Daneben der ganz große Jubel. Wir haben die Insta-Timelines aller Nationalspieler seit September angeschaut. Etwas Kritisches zur WM in Katar haben wir nicht gefunden. Dabei hat ihr Wort viel Gewicht, wie uns ein DFB-Fanexperte aus Katar erklärt. Wir stellen in den letzten Jahren fest, dass es eine Verschiebung dahingehend gibt, dass sich viele Menschen mittlerweile mit einzelnen Spielern identifizieren und da gar nicht mal so wichtig ist, in welchem Team sie spielen. Wenn Spieler diese Popularität nutzen, um selber auch für Werte einzutreten, dann hat das sicherlich einen Effekt auf die Anhänger und Anhängerinnen dieser Spieler. Gerade dann, wenn man davon ausgehen muss, dass es mit Sicherheit auch viele junge Menschen dabei sind. Aber liegt das jetzt eigentlich an den Profifußballern selbst, dass sie sich so selten zu kritischen Themen äußern? Also wollen sie das gar nicht oder dürfen sie das vielleicht auch gar nicht? Das frage ich jetzt mal jemanden, der seit Jahren tiefe Einblicke hier in den Profifußball hat. Hier im Hamburger Volksparkstadion und bei den Spielen der Nationalmannschaft hat Sportjournalist Kai Schiller unzählige Interviews geführt. Nach unserem Interview wird er auch als Reporter nach Katar fliegen. Was hast du in den letzten Jahren so erlebt? Also wer nimmt denn alles Einfluss darauf, ob und wie man mit Spielern sprechen kann? Naja, also vor allen Dingen die Berater sind immer stärker im Fußball geworden und nehmen immer mehr Einfluss. Es geht nichts mehr ohne die Berater, wenn man ein großes Interview machen möchte. Da muss man auch wirklich lange verhandeln mit den Beratern, um irgendwie an ein Interview zu kommen. Das hat er vor allem bei seiner Katar-Berichterstattung gemerkt. Ich finde es sehr schade, dass sich die Spieler erst so spät positioniert haben. Wir haben vor einem knappen Jahr nahezu alle Nationalspieler für unser Katar-Projekt angefragt. Keiner wollte sich äußern. Ich frage mich, warum jetzt alle auf diesen Zug aufspringen. Und vielleicht hätte man dann, wenn vor 10 Jahren schon der Fall gewesen wäre, diese WM in Katar, die man wegen ganz vieler verschiedener Gründe kritisieren muss, vielleicht hätte man sie dann auch verhindert. Zur Wahrheit gehört aber auch, in Deutschland nahm das Interesse an Katar erst kurz vor der WM massiv zu. Und somit auch die Berichterstattung. Gleichzeitig schielten wir Medienmacher immer auf den nächsten Skandal. Die Medienlandschaft ist schwierig geworden. Und wenn ein Halbsatz mal falsch ist, dann gibt es Riesenkritik. Ich persönlich finde das auch völlig falsch, was Joshua Kimmich in der Corona-Krise gesagt hat. Und trotzdem ist am Ende des Tages ist das ein ganz junger Mann, der bestimmte Ängste etc. hat. Und wie der dann durchs Dorf getrieben worden ist oder durch die Republik getrieben worden ist, das war dem vielleicht auch nicht ganz gerecht, obwohl er sich natürlich auch seiner Verantwortungsposition, also seiner Position als Vorbild gerecht werden muss. Um die Perspektive der Spieler besser zu verstehen, treffen wir uns mit einem ehemaligen Bundesliga-Profi. Martin Harnik. Bei der TuS Dassendorf in der Hamburger Oberliga lässt er seit 2 Jahren seine Karriere ausklingen. Gab es mal so einen Punkt bei dir in der Karriere, wo du lieber dich nicht geäußert hast zu irgendeinem Thema? Es gab natürlich schon viele Situationen, in denen ich eigentlich gerne mehr gesagt hätte oder in denen ich auch gerne offen und ehrlicher gesprochen hätte. Aber es hätte mich halt am Ende nicht wirklich nach vorn gebracht, beziehungsweise hätte mich auch irgendwo angreifbar gemacht, weil es sag mal, alle Themen, die Leute ja auch beschäftigt, die polarisieren ja auch. Also man ist halt auch einfach nur angestellt und man muss halt auch schauen, dass die Karriere, die ist halt sehr kurz bemessen. Und wie gesagt, am Ende des Tages bin ich halt der Meinung, danken dir es nicht viele, wenn du da ein Statement setzt. Seine Statements früher? Tore. In der Bundesliga und im Pokal für Stuttgart, Hamburg, Hannover und auch für Werder Bremen. Ganz gutes Ding! Und der Ball im Tor! Das Tor von Harnik! Was ist hier denn los? Wahnsinn! Harnik hat auch 2 Europameisterschaften mit Österreich gespielt. Diese große Bühne gibt's in Dassendorf nun nicht mehr. Harnik erinnert sich aber, kritische Fragen wurden damals teilweise von ihm ferngehalten. Interviewanfragen von Verein, Verband und Berater vorab gefiltert. Jetzt kann er offen sprechen. Ich würde jetzt so spontan sagen, wenn sich ein Spieler kritisch zu Katar äußert, dann könnte es doch eigentlich dem Verein vielleicht auch gut tun in der aktuellen Debatte. Ja, aber inwiefern hilft es dem Spieler?
Also das muss man ja auch einfach hinterfragen, weil der Spieler setzt dann ein Statement, was sowieso die meisten teilen, gerade explizit Katar, wird so ziemlich jeder, der da im Flieger gesessen hat, wird sagen, das ist eigentlich ein riesen Bullshit, was da abläuft. Und da wäre ja die Konsequenz, dass der Spieler dann auch sagt, ich spiele da nicht mit, weil ich kann das nicht mit mir vereinbaren, ich kann das nicht mit meinen Werten vereinbaren, was meiner Meinung nach unfassbar groß wäre, aber halt auch ein nicht messbares Opfer. Cola, Bier trinken. Vor allem für junge Spieler könne eine WM über den weiteren Verlauf ihrer Karriere entscheiden. Vielleicht haben wir auch deswegen in den 3 Monaten vor der WM nur einzelne, verhaltene Kritik in Interviews gefunden. Matthias Ginter meinte: Natürlich ist die Situation in Katar nicht zufriedenstellend, aber für einen Spieler sind Welt- und Europameisterschaften etwas ganz Besonderes. Im Oktober spricht dann Jonas Hofmann: Die Verantwortung tragen andere. Wir beschäftigen uns natürlich mit den Missständen und wollen helfen, darauf aufmerksam zu machen. Aber in erster Linie sind wir Spieler. Wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel reagieren manche auf die homophoben Äußerungen des WM-Botschafters. Homosexualität sei Sünde, sei ein geistiger Schaden. Wie werten Sie diese homophobe Entgleisung? Ja, es ist eine absolute Entgleisung. Das stört mich, das ärgert mich und ist absolut inakzeptabel. Ich kann sowas nicht verstehen und finde es auch einfach traurig, dass so jemand WM-Botschafter ist. Neuer bekräftigt, mit der One-Love-Binde ein Zeichen für Vielfalt setzen zu wollen. Ich glaube, die Rückendeckung vom DFB, von unserem Präsidenten und von den Verantwortlichen haben wir im DFB. Und dementsprechend haben wir da jetzt auch keine Angst vor. Doch kurz vor Produktionsschluss dieses Films verbietet die FIFA das Symbol. Und der DFB stimmt aus Angst vor Sanktionen zu. In den sozialen Medien gibt es sogar einen Shitstorm. Ich bin sprachlos, beim ersten Gegenwind einknicken. Werte, die sofort aufgegeben werden, wenn es ungemütlich oder schmerzhaft wird, sind wertlos. Jetzt hat er immerhin schon mal den maximal sichtbaren Schaden. Das geforderte Statement kommt dann doch noch. Aber anders als gedacht. Beim ersten Deutschlandspiel halten sich die Spieler den Mund zu. Wir dürfen nichts sagen. Viele finden das nicht mutig genug. Die Hände zum Herz geformt hätte ich verstanden. Diese Geste nicht. Es wäre übrigens besser, den Mund aufzumachen. Für Manuel Neuer und Co. gibt's aber auch schon Tage vorher für solche Posts hier viel Kritik. Und was mir auffällt, sind die Kommentare unter den Posts. Ich lese dir mal ein paar vor. Zum Beispiel Manuel Neuer sagt, die Reise beginnt. Und dann schreibt da jetzt jemand drunter, wie könnt ihr Spiele all die Tod mit eurem Gewissen vereinbaren? Oder schade, dass Deutschland nicht boykottiert. Auch auf die Gräber, auf denen ihr tanzen werdet, fragt eine. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Das ist ja genau die Krux, in der die Spieler dann ja stecken. Und du siehst es ja, sie werden damit ja sogar konfrontiert, obwohl sie am Ende gar nicht die sind, die es entscheiden. Und jetzt ist halt einfach nur die Frage, und die Frage wurde auch dargestellt, warum boykottiert ihr es nicht? Aber warum wird sowas von dem Spieler verlangt? Warum soll ein Spieler ein Karriere-Highlight boykottieren, wenn es der Verband nicht boykottiert? Das, was Martin Harnik sagt, hat mich zum Nachdenken gebracht. Das sind halt teilweise Spieler, die sind gerade erwachsen geworden. Die haben vielleicht noch gar keine Meinung wirklich dazu. Und als die WM vergeben wurde, da waren die im Grundschulalter. Also die trifft da keinerlei Schuld, dass diese WM da in Katar stattfindet. Und jetzt diese einfache Lösung zu fordern, dass die sich hinstellen, dass die dafür den Kopf hinhalten, dass die sich äußern oder im besten Fall sogar boykottieren, wenn das gleichzeitig auch der wichtigste Punkt in einer Karriere sein kann, dann ist das vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Die Verantwortung liegt vor allem bei den Verbänden. Und wollen die nicht lieber verhindern, dass sich Spieler kritisch äußern? Vor dem Abflug nach Katar und einige Tage vor dem One Love Gate stellt sich DFB-Sprecher Steffen Simon der Debatte. Fußball gucken auf dem Platz. Bei Hart aber fair fordert er selbst. Der Fußball ist viel politischer geworden. Er steht für Werte, zu denen er sich viel klarer bekennen muss. Ich bin Fritz Lüders. Inwieweit kontrollieren Steffen Simon und der DFB, was die Spieler sagen? Also es ist so, dass der DFB vor Pressekonferenzen mit den Spielern einmal die Themen durchgeht. Aber sie kriegen kein Wording, sie kriegen nichts vorgeschrieben, sondern reden frei. Begrüßen Sie es denn, wenn sich jetzt im Vorfeld der WM Spieler kritisch zu Katar äußern? Das ist Ihnen selbst überlassen. Also das ist, ich begrüße es, wenn Sie sich damit auseinandersetzen. Ich begrüße es, wenn ich merke, dass Sie viel politischer denken als viele Ihrer Vorfahren. Wir erinnern uns an diese legendären Interviewszenen vor der WM 78. Stopp mal eben. Vor der WM 78 in Argentinien waren die Nationalspieler in einer ähnlichen Situation.
Wir haben mal im Archiv gekramt. Vor 2 Jahren kamen sie durch einen Putsch an die Macht. Heute rechnen ihnen internationale Menschenrechtskommissionen eine Bilanz des Grauens vor. Tausende kamen ums Leben, Tausende verschwanden, Tausende wurden gefoltert. Herr Vogt, Sie sind der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Sind Sie auch über die politischen Verhältnisse in Argentinien informiert? Bin ich nicht so informiert wie Sie, aber ich weiß auch nicht, wo Sie drauf hinaus wollen. Wir vertreten den deutschen Fußballsport und mehr und nicht weniger. Also die politischen Zustände in Argentinien interessieren mich überhaupt nicht. Muss ich ehrlich zugeben, ich konzentriere mich da auf die Fußballweltmeisterschaft. Wäre es denn nicht so, dass ein klares Wort unserer Mannschaft sicherlich helfen könnte? Da bin ich nicht der Überzeugung. Danach kommen wir rüber und wir sprechen uns da drüben aus und dann sind wir auch verhaftet. Das, glaube ich, würde sich mit der heutigen Generation nicht wiederholen. Die setzen sich schon damit auseinander, ziehen aber ihre eigenen Rückschlüsse. Also ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich bin damit vielleicht inhaltlich nicht so klar, dass ich da mich zu positionieren will. Auch das ist okay. Ja, am Ende ist es ihre freie Entscheidung. Aber ist es für den DFB nicht sogar gut, wenn Spieler so eine klare Haltung zeigen und sie repräsentieren ja auch unser Land, gewisserweise unsere Werte? Also ja, natürlich finden wir das gut. Aber wenn Sie sagen, begrüßen wir das, dann ist das so, dass wir das quasi, dann impliziert das ein bisschen so, als würden wir Ihnen das vorschreiben wollen. Das wollen wir nicht. Ja, wir finden es gut, wenn Sie sich da klar positionieren und sich klar zu den Werten des Fußballs bekennen. Nach der Debatte um die One-Love-Bände wirkt das ein wenig zweifelhaft. Zwar hat der DFB einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt, will notfalls gegen die FIFA vor Gericht ziehen. Das aber nachdem der gesellschaftliche Druck riesig geworden ist und sich erste Werbepartner sogar zurückgezogen haben. Leon Goretzka scheint da irgendwie eine Ausnahme zu sein. Zumindest hat er schon mal ein Zeichen gegen Homophobie gesetzt. Hier, beim Spiel gegen Ungarn. Spontan? Oder strategisch geplant? Neben Spielerberatern haben heutzutage auch immer mehr Profis Medienberater. Und mit denen wird dann ganz genau abgesprochen, was man wie, wo, wann am besten sagt und vor allem was auch nicht. Wie das aber im Detail abläuft, das frage ich jetzt mal den Berater von Leon Goretzka. Zu Besuch bei Raphael Brinkert. Zu seinen Klienten zählen nicht nur Fußballer. Er verhalf Olaf Scholz mit seiner Medienkampagne ins Bundeskanzleramt. Kannst du uns da so ein paar Einblicke geben, was du zum Beispiel Leon Goretzka rätst in gewisser Weise? Also jetzt gerade, wie er sich präsentiert, wie er sich äußert, wo er seine Statements platziert? Ich bin an der Stelle Sparringspartner. Er kriegt viele Anfragen aus den Bereichen. Und da sind wir eher freundschaftlich verbandelt. Und da tauschen wir uns dazu aus. Aber Leon ist jemand, der pflegt seine Social-Media-Kanäle eigenständig. Sicherlich auch eher die Ausnahme vielleicht im absoluten Top-Profifußball. Der hat eine starke Meinung. Der geht in seiner Freizeit, besucht ja ein KZ in Dachau. Davon weiß ich nichts, sondern ich kriege es dann nachher vielleicht mit, weil er mir es mitteilt. Komplett eigenständig. Kann das sein? Immerhin ist Goretzka mittlerweile sowas wie der Chefkritiker in der Nationalmannschaft. Seine Aussagen wirken meinungsstark. Obwohl vieles unausgesprochen bleibt. Hohe Kunst der Medienarbeit? Ja, wenn ich diverse Sponsoren habe, die möglicherweise nicht im Einklang mit lupenreinen Demokratien oder Menschenrechten stehen, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn sich ein Spieler über den Tellerrand hinaus darüber echauffiert oder äußert. Das heißt, als Spieler ist man natürlich auch Arbeitnehmer des Clubs, steht in der Verpflichtung dann auch als Arbeitnehmer. Und dazu gehört auch, dass man sich im Rahmen der Möglichkeiten zwar politisch äußert, aber das in dem Bogen auch nicht überspannt. Ein Spagat. Auf der einen Seite soll wohl ein gewisses Image gepflegt werden. Weltoffen, intelligent, politisch. Aber durch politische Aussagen können auch schnell Türen zugehen, sagt Brinkert. Was für eine Tür könnte denn zugehen? Was ist so ein Beispiel, was passieren kann? Ja, ich weiß, wenn ich jetzt hart gegen Katar schieße, dann wäre es schon fraglich, ob ich ein Sponsoring-Angebot eines katarischen Unternehmens in Zukunft erhalte. Wenn man weiß, welche Gelder Katar in der Vergangenheit ausgegeben hat für den Profifußball, für die europäischen Top-Ligen, dann macht das auch kleine Türen zu. Ich glaube, das muss auch jeder Spieler für sich mit seinem Beraterteam dann individuell entscheiden, was ist überhaupt die Karriereplanung, wo soll die Reise hingehen eines individuellen Spielers. Ist Paris Saint-Germain ein Wunschclub des Spielers, die von Katar geprägt werden, ist ein anderer Verein wie Man City eine Zielstation oder aber sind es eher klassische Traditionsvereine? Die Frage, ob Fußballprofis Haltung zeigen müssen, ist kompliziert.
Klar ist aber, dass sie viele Gründe haben, sich lieber zurückzuhalten. Berater, Vereine, Verbände haben zum Teil Interesse daran, Spieler auszubremsen, wenn es nicht ohnehin vertraglich geregelt ist. Shitstorms im Internet und extreme mediale Aufmerksamkeit lassen die Profis vorsichtig werden. Das junge Alter und teilweise Desinteresse an gesellschaftspolitischen Themen tun ihr Übriges. Ich finde, wir sollten vor allem von Fußballfunktionären einfordern, dass sie jetzt Haltung zeigen und sich hinstellen. Ich meine, na klar, natürlich, wir können auch Fußballprofis in die Pflicht nehmen, keine Frage. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass sie diejenigen sind, die für die Missstände nichts können und gleichzeitig sie die einzigen sind, die wirkliche Konsequenzen zu befürchten haben. Dass es trotzdem anders geht, das zeigt hier die australische Nationalmannschaft. Wir haben gelernt, dass die Entscheidung, to host the World Cup in Katar, has resulted in the suffering and in the harm of countless of our fellow workers. These migrant workers who have suffered are not just numbers. As players, we fully support the rights of the LGBTI+ people. Aber diese Courage, die hat eben im Profifußball nicht jeder. Ganz im Gegenteil, ich finde es wirklich erschreckend, wie viel Angst am Ende dann doch noch vor Sponsoren, Geldgebern und auch vor der FIFA herrscht. Auch in diesen Momenten, wenn es ganz klar ist, dass sie sich gegen Menschenrechte oder gegen demokratische Grundwerte positionieren. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass sich das ändert.